Moin Leute, hier Shop Mo von WA. Mein Name ist Montensen und heute geht es um ein bisschen eigentümliches Thema. Erinnert ihr euch noch an die Keynote, als die Pico 4 vorgestellt wurde? Ja, ich schon. Sie haben uns ziemlich viele interessante Sachen gezeigt und Spiele, die demnächst kommen. Und dann gab es eine Szene, wo ein paar Herrschaften einfach in einem Park Pico spielten. Piggy Blinder und sowas. Und da wurde ich etwas misstrauisch. Da habe ich mich wirklich gefragt, was um Gottes Willen soll das denn? Ich habe ein Inside-Out-Tracking-Headset seit 3 Jahren, ja, angefangen mit der Quest 1 und Quest 2 und eigentliche Erfahrungen auf dem Gebiet gesammelt und da wurde ich doch ein bisschen misstrauisch. Nun, mittlerweile haben mich auch Fragen erreicht, ob man denn mit der Pico 4 draußen spielen kann. Und ich habe eine Antwort drauf und die möchte ich euch heute präsentieren. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Aber schauen wir doch erstmal, was Inside-Out-Tracking macht. An der Pico sind 4 Kameras an den jeweiligen Ecken befestigt und die scannen nämlich die Umgebung und rechnen das in dreidimensionale Positionsdaten um. Ja. Damit habt ihr dann eure Position des Headsets im Raum. Das ist aber noch nicht alles. Es kommt noch ein wesentlicher Faktor dazu, nämlich die Controller. Auch die Controller-Position wird festgestellt. In den Controllern sind zwar entsprechende Gyroskope auch drin, die die Neigung etc. wahrnehmen können, aber gleichzeitig trackt das Headset auch die Controller. Ihr kennt ja alle die berühmten Ringe, die Controller mittlerweile haben. Und bei der Pico sind das ja so eine geschwungenen über die Hand. Die Funktionalität ist aber genau dasselbe. In diesen Ringen sind nämlich kleine Infrarotdioden. Ja? Deswegen sieht man die auch nicht. Die sind unter dem Plastik, aber die sind essentiell dafür, dass auch die Controller getrackt werden. Und das ist natürlich das wichtige Konzept. Nicht nur das Headset trackt sich selbst im Raum und damit unsere Position, damit wir uns bewegen können, in 6 Dimensionen frei, sondern auch die Controller. Das Ganze basiert auf Infrarotlicht. Ihr habt das vielleicht schon mal bei der Quest gesehen, da sind ja so Schwarz-Weiß-Kameras. Bei der Pico gibt es auch noch die Farbkamera, durch die wir dann schauen, wenn wir durch den Color Pass-Through gucken. Deswegen nimmt man das nicht so richtig wahr, dass die restlichen Kameras schwarz-weiß sind. Die haben nämlich auch eine gewisse Empfindlichkeit. Und wofür sie nicht besonders geeignet sind, ist das Sonnenlicht. Dazu habe ich jetzt aber auch mal einen kleinen Test gemacht und einen Vorschlag, wie man das Problem umgehen kann. Heute ergibt sich ein lustiger Zufall, denn das Thema, kann man eine Pico 4 eigentlich auch draußen benutzen, habe ich noch gar nicht angesprochen, das haben aber schon Leute gefragt. Ja? Generell gibt es nämlich sehr, sehr starke Einschränkungen und heute ist Folgendes. Ich seit langer Zeit in Hamburg, was ungewöhnlich ist, passt mal auf. So, wir haben einen komplett bedeckten Himmel, inklusive Nebel. Ja? Da hinten ist der Hamburger Fernsehturm, den sieht man kaum. Und das sind Idealbedingungen, was nämlich sowohl die eingebauten Kameras als auch die Infrarotdinger in den Controller nicht vertragen, ist direktes Sonnenlicht. Bei so einem Nebel oder einer tiefen Wolkendecke wird das gestreut, das funktioniert. Aber das sind halt die Sondermomente. Also wenn ihr komplett bewölkt habt oder so zur Dämmerung hin oder ganz früh morgens, wenn die Sonne noch aufgeht etc. Das sind die wenigen Situationen, in denen man eigentlich mit solchen Inside-Out-Headsets, die halt über Infrarot und Infrarot-Schwarz-Weiß-Kameras tracken, draußen spielen kann. Ja, das sind seltene Momente und ich mache hier gerade den Test, ob das mit der Pico einigermaßen hinhaut. Das sehe ich natürlich nur, wenn ich dann auch wieder in VR bin. Also bisher ist ja alles fantastisch, ja. Aber das ist natürlich kein richtiger Test. Man müsste sich jetzt draußen auf eine Wiese stellen und jetzt konkret untersuchen. Ich muss aber gleich Mittagessen kochen, also habe ich keine Zeit dafür. Ich dachte aber, ich nutze das mal kurz aus, um wenigstens schnell zu gucken, ob das geht. Ich hatte nämlich mit der Quest da in der Vergangenheit Probleme, merkwürdigerweise. Ganz am Anfang mit Quest 1 habe ich draußen gespielt und das war relativ problemlos, wie gesagt, in den Situationen, wo es funktioniert. Und später wurde die Quest 2 von Update zu Update ein bisschen zickiger bei sowas. Teilweise hatte ich auch Tracking-Abbrüche in meiner Wohnung, wo es normalerweise gut lief. Das hat sich wieder gebessert. Und bei der Pico wollte ich jetzt einfach mal gucken, was der dazu sagt. Ja, also das Self-Tracking funktioniert gerade problemlos in dieser speziellen Lichtsituation und das Controller-Tracking auch. Das sind quasi Bedingungen, unter denen man das probieren kann. Das wollte ich euch mal zeigen. Dann haben wir das auch mal geklärt. Mal sehen, ob ich irgendwann mal eine Gelegenheit habe, das wirklich auf einer Wiese draußen zu testen. Dann mache ich das auch mal. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich beantworte das sehr gerne. Ich würde mich über ein Like freuen. Abonniert den Kanal. Jetzt bin ich raus. Motensen, Mofan, VR. Immer für euch da. Bye-bye. Moment, nicht gleich weglaufen. Eine Geschichte ist mir jetzt beim Schneiden noch aufgefallen.
Denn ihr seht es, bei mir ist es dunkel, es ist Nacht und die Frage ist, ja, warum geht man denn nicht nachts draus, wenn keine böse Sonne da ist? Ja, es funktioniert auch nicht. Ja. Die Kamera, um sich im Raum zu tracken, braucht ja irgendwas, was sie sehen kann. Und das muss nun wiederum auch hell genug sein. Die Controller könnte sie dann sehen, also die Kameras in der Pico, die Controller könnten sie sehen durch die Infrarot-LEDs, die da eingebaut sind. Aber sich selbst im Raum kann sie dann bei zu wenig Licht auch nicht wahrnehmen. Und so funktioniert das halt leider auch nicht. Verrückte Welt. Es gibt tatsächlich aber noch einen witzigen kleinen Trick. Man kann sich ein Infrarot-Licht kaufen. Ja, es gibt richtig so Scheinwerfer, die machen infrarotes Licht. Und wenn man damit die Umgebung beleuchtet, ist das eigentlich für das menschliche Auge nicht sichtbar. Ja, es bleibt also dunkel für unsere Augen. Aber für die Pico-Kameras ist dann in der Umgebung Licht. Und damit kann man halt dann tatsächlich was tracken. Also wenn ihr aus irgendeinem Grund draußen im Dunkeln oder in eurem dunklen Zimmer mal Pico 4 spielen wollt, holt euch ein Infrarotlicht und dann geht es aber richtig los. Jetzt aber. Tschüssi. Bye-bye. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Ja, Brille auf und rein in die Welten wie Skyrim. Könnt jeden Tag feiern, nur weil ich dabei bin. Wenn du dich fragst, ja, sie lohnt immer. Ich spiel PSVR, Golf im Wohnzimmer. Danach treffe ich die Rec Room Freunde. VR-Multiplayer ist echt gut, Leute. Move und Aim sind geladen und bereit. Die neue Firewall-Saison, sie startet nebenbei. Danach wird's erst richtig hart mit Spark. Die Gläser beschlagen und der scheiß Arm wird lahm. Es wird dir super hot, aber Mann, der Spaß ist da. Und ob wir noch eine Runde zocken, wird nicht nachgefragt. Aber halt, stopp, es ist schon kurz vor 6. Und wir wechseln von der PS auf YouTube jetzt. Denn es gibt News von Mo, ob PC oder Quest. Es gibt viele da draußen, aber simply the best is Mo. Der beste ist Mo. Der beste ist Mo. Der beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der beste ist Mo. Der beste ist Mo. Der beste ist Mo, Tenzin, Mo von VR. Gibt's was Neues in VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen, also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen, in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der beste ist Mo. Ist Mo. Der beste ist Mo. Der beste ist Mo. Der beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der beste ist Mo. Der beste ist Mo. Der beste ist Mo. Tenzin, Mo von VR.